Wie weit ist es noch bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. So. Okay, was ist das? Fahrt der Angst. Danke, dass Sie der Albtraum gekauft haben. Eine neue Mission erwartet Sie in Paititi. Sind Sie mutig genug, sich dem Albtraum zu stellen? Sie können im Nebenmissionen-Menü auf diese Mission zugreifen. Okay. Und noch eins. Der zornige Gott, danke, dass Sie der große Kaiman gekauft haben. Eine neue Mission erwartet Sie in der Mission von San Quan. Besiegen Sie den Zorn des großen Kaimans. Sie können... bla bla bla. Darf ich jetzt? So langsam ist es schon ein bisschen nervig. Oh, ist das geil hier mit der Reflexion oben an der Höhlenwand. Ach, sind wir jetzt wieder hier? Ja, wir sind hier wieder versteckt hinter der Mauer. Das ist cool. Ich sage dir, Uchu, ich habe noch nie gehört, dass jemand an Land von einem Piranha gebissen wurde. Es war ein sehr wütender Fisch. Na ja, klar. Das denke ich mir auch. So, ja, ich setze mich gleich gerne zu euch, wenn ich noch mal kurz geguckt habe, was wir hier denn noch so brauchen können. Überreste-Outfit. Benötigt weniger Ressourcen, um frühere Pracht wiederherzustellen. Ja, bringt mir wahrscheinlich nicht viel. Konzentrationspflanzen, 3 Stück. Lockfallen, Lockpfeile. Giftgranaten. Töten Sie Feinde und vernebeln das Sichtfeld. Aha. Leuchtmunition, Erschütterungspatronen, Leuchtmunition. Alles andere scheine ich hier... Erledigen Sie nach lautlos Ausschalten einen zweiten Fall. Ach genau, das wollten wir ja auch mal freigeschaltet haben. Das werden wir doch jetzt direkt mal machen. Zorn der Schlange. Drücken Sie Y, um nach dem lautlos Ausschalten einen weiteren Fall zu erledigen. Ja, das habe ich ja schon mehrfach erfolglos versucht. Aber das ist irgendwie logisch, wenn ich es nicht freigeschaltet habe. Was haben wir denn hier noch? Auge des Adlers. Effekte der Wahrnehmungspflanze. Überlebensinstinkte. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkten. Oh, das wäre eigentlich auch recht gut. Erhalten Sie die Fähigkeit Fallgift und Toxin von... Fallgift? Doch, im Endeffekt müsste das Gift sein, mit dem wir die schon mal angegriffen haben. Das wäre eigentlich perfekt. Ich würde sagen, das mache ich jetzt mal. Schaltet den Kauf von Munitions- und Ressourcentaschen mit großer Kapazität bei Händlern frei. Oh, da hätte ich dann... Obwohl... Ah ne, da brauche ich auch 2 Punkte für. Okay, dann können wir hier sowieso jetzt erstmal nichts mehr machen. So, sollte ich nicht gerade noch mit euch reden? Ne? Ihr wart gerade so schön am Quatschen. Ne, wir haben, glaube ich, schon gesprochen, oder? Wir haben, glaube ich, schon gesprochen. Ich musste nach dem letzten Mal leider hier Pause machen.
Holz, Holz können wir immer gut gebrauchen. Hatte ich mit dir schon gesprochen das letzte Mal? Deine Freunde sind frei. Und da ist noch mehr. Colqui lebt. Er stand vorne, als die anderen umzingelt wurden. Er rief eine Warnung und rannte weg. Ausgezeichnet. Es gibt ein Problem. Es könnte sein, dass ihr einen Verräter unter euch habt. Das weiß ich schon. Ich habe erfahren, wer es ist, als du nicht da warst. Und werde persönlich dafür sorgen, dass er kriegt, was er verdient. Okay. Hier, nimm das. Zum Dank. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Wenn du mit Colqui recht hast, müsste er in dem Bergunterschlupf sein. Würdest du ihn suchen? Sag ihm, wir sind in der Schädelhöhle. Ich finde ihn. Aber sicher werde ich das. Überreste. Beinschienen haben wir erhalten. Oh, dann muss ich doch noch mal ganz kurz... Ah, ich wusste doch, da oben hatte ich noch was gesehen. Ja, komm, los. Heb auf. Dann muss ich noch mal ganz kurz zum Lagerfeuer. Aber ich kann noch mit euch sprechen. Da. Das sind noch Pfeile. Oh, die sind voll. Na toll. Hallo. Oh, red doch mal nochmals mit mir. Danke, Lara. Die Rebellion braucht den Schild des Ehrenschöpfers. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ja. Genau. Stopp. Was war da gerade? Holz. Entschuldigung. Mir geht's immer noch nicht viel besser. So. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli in der... Ja. Ich will dich jetzt nur ungern unterbrechen. Aber, nee, da... wir haben... Nee, wir haben doch... Ah, hier. Kaiserin Jaguarstiefel. Taktische Abenteuer. Rennen ist leiser, schwieriger zu entdecken. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken. Okay, das hat also alles nur mit dem Entdecken zu tun. Aber da wir jetzt wieder hier in Tai... Pity, oder wie das heißt, sind, würde ich normalerweise sagen, dass wir uns wieder unters Volk mischen. Die entthronten Königin. Viele Rebellen tragen blau. Obwohl, ja, eigentlich. Eigentlich, ja, wir müssen uns ja mit den Rebellen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt noch irgendwas machen müssen, wo wir uns verkleiden müssen, oder? Ansonsten muss ich halt wieder zurücklaufen. Das ist dann doof, aber das ist dann halt so. So, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Fällt mir gerade auf. Aktuelles Einsatzziel quasi hinter mir oben. Halt, dich nehmen wir auch noch mit. So, irgendwo hier oben ist mein Einsatzziel. Ach da. Ja. Bist du mein Einsatzziel? Dann rede mit mir. Hallo. Du sollst mir nicht in den Schritt gucken, du sollst mit mir reden. Hä? Bist du jetzt mein Einsatzziel oder nicht? Mit Ätzli reden. Bist du vielleicht Ätzli? Hallo, guten Tag. Hallo. Bist du Ätzli? Okay, die reden jetzt irgendwie alle gar nicht mehr mit mir. Wieso reden die alle gar nicht mehr mit mir? Also ich würde fast sagen, das ist auf jeden Fall er, oder? Da drin ist... Moment, hä? Konnte ich gerade was mit dem Lama machen? War da nicht gerade was drüber? Doch. Hallo Lama, du wirst mir angezeigt, dass ich was mit dir machen kann. Hallöchen. Bist du Ätzli? Bist du Ätzli? Ich dachte, es ist ein Mann, aber vielleicht bist du es ja. Nein? Aber wieso zeigt der mir das Lama an?
dass ich damit was machen kann? Und wieso zeigt er mir die an? Ich möchte mit dir reden. Warum willst du nicht mit mir reden? Ja. Warum? Ich verstehe es nicht. Wenn ich jetzt ehrlich bin. Nebenmission. Wir müssen ihn finden. Lass mich mal hier rauszoomen. Können wir das hier nicht? Ist auf jeden Fall ganz unten. Dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal die Nebenmission, wenn er so überhaupt nicht mit mir reden möchte. Dann muss ich nach ganz unten laufen. Okay. Das ist aber auch seltsam. Also normalerweise kann ich immer mit allen reden. Ich habe doch auch dieses Gewand an, was ich anfangs bekommen hatte von der Königin. Ist ja jetzt nicht so, als ob ich jetzt hier irgendwie sonst wie angezogen war. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Halt, stopp. Hier hinten ist auch eine Brücke. Eine Brücke, wo ich nicht weiß, wie ich da rankomme. Okay, dann gehen wir vielleicht doch lieber eine andere Brücke. Mama sagt, es stört den Walker des Wasserfalls, wenn ich in der Höhle spiele. Sie findet es einfach zu gefährlich. Dabei gibt es dort ganz viele tolle Sachen. Okay. Wenn die Mama das sagt, dann solltest du das vielleicht auch nicht machen. Hui! Hui! So, jetzt noch mal gucken. Ach, das ist noch ein ganzes Stück bis dahin, okay. La. Habe ich mit dir schon gesprochen? Hallo, hier, hinter dir. Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Ja, das würde ich gerne. Dann sag mir auch, was ich tun soll. Ach, Moment. Das Lama ist jetzt hier auch angezeigt. Das ist seltsam. Hallo, Ishik. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Lamas. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Das ist schön. Ich weiß nicht, was mir diese Erkenntnis jetzt bringt, aber das ist schön. Rechts vor mir ist auch noch irgendwas. In der Feder liegt die Ruhe. Da oben ist noch eine... Ach, da oben. Ich glaube, ich sehe was. Moment. Akzeptieren Kinder Autoritäten da, wo du herkommst, die Schick? Das gehört wohl einfach dazu. Grenzen austesten. Sind sie in Gefahr? Nein. Die Wachen drohen. Aber als sie jung waren, haben sie auch Steine geworfen. Aha. Nee, das sind aber auch keine Federn hier. Aber vielleicht da ganz oben. Kommt man da irgendwie hoch? Es ist jetzt hinter mir, also es muss irgendwo da oben sein. Oh, Holz. Wie komme ich da jetzt hoch? Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie hoch, aber ich habe hier nichts zum Hochklettern. Ja, okay, hochklettern ja, festhalten nein. Mal schauen, ob wir von hier oben da vielleicht rankommen. Benötigt Schlangewache-Outfit. So, ja, das müsste die Feder sein. Die Frage ist nur, da rutschen wir jetzt wahrscheinlich ab, oder? Tada! Okay. Hui!
loslassen. Zack. So, da ist ein Lagerfeuer, dann ein Stückchen weiter rechts. Ich denke mal, hier rein irgendwo muss ich dann. Wie kannst du so etwas von Aron verlangen? Was hätte ich tun sollen? Selbst gehen? Wie lange würde es dauern, bis mein Kopf die Stufen von der Oberstadt herunterrollt? Na, daran bist du ganz alleine schuld. Hakan? Wer bist du? Ich bin ein Wolf im Schafspelz. Weißt du noch? Priesterin? Ich hab dich ohne Kostüm nicht erkannt. Schön, dich wiederzusehen, liebe Freundin. Gleichfalls. Ach, wie geht's das? Kayara? Dank dir hat sie noch einen Vater. Soweit ich weiß, sind wir gemeinsam aus dieser Zelle rausgekommen. Wie ist es dir ergangen? Ich gebe mein Bestes, um eine zweite Chance zu nutzen, aber ich habe vielleicht keine Wahl. Wo liegt das Problem? Aron, einer der Männer hier, arbeitet in der Kaserne der Wachen in der Oberstadt. Er sollte sich für mich dort umsehen, aber er ist nicht zurückgekommen. Du fürchtest, ihm ist was zugestoßen. Seine Schwester, sie macht sich immer Sorgen. Aber sie hat recht. Wenn Aron wegen mir in Gefahr ist und die Frau, die das kleine Durchgangsheim im Müll betreibt, das rauskriegt, dann müssen Kayara und ich gehen. Ich könnte Aron für dich suchen. Wenn er Schwierigkeiten hat, kann ich ihm vielleicht helfen. Ein Talent für sowas hast du ja, das stimmt. Hast du deine Priesterkleidung noch? Ja, die habe ich noch. Gut. Aron ist ein Wächter in der Kaserne in der Oberstadt. Mit der Verkleidung kommst du sicher durch die Tür. Okay, dann gucken wir doch mal danach. Ach so, da oben, okay. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli in der kurzen Zeit geworden ist. Ja. Er hat beide Eltern verloren. Ich frag mich, wie es ihm wirklich geht. Entschuldige, Lara, ich wusste nicht, dass du noch was sagen wolltest. So, geht mir jetzt alle aus dem Weg. Ich muss, ich habe vergessen, wo ich hin muss. Oh, Moment, was war das hier? Gehst du mir aus dem Weg? Immerhin bin ich ein Schlangengott. Nee, Gott nicht. Schlangenpriester oder sowas. Ups. Man sollte vielleicht auch gucken, wo man hinläuft. Halt, stopp. Ich und Ätzli haben oft zusammen gespielt. Aber in letzter Zeit sehe ich ihn kaum. Ich verstehe das natürlich. Er hat wichtige Dinge zu tun. Wichtig für uns alle hier. Aber er fehlt mir. Niemand konnte einen Stein weiter über den Fluss werfen. Ja. Reden wir jetzt von dem Kleinen hier. Da hinten ist auch die Brücke, wo ich eigentlich hin wollte. Können wir nicht einfach bis dahin schwimmen? Das muss doch schneller sein, oder? Nein, du sollst tauchen. Hallo, tauchen. Oh. Oh, wo bin ich jetzt ausgekommen? Hallo. Geh halt da hoch. So. Dann halten wir uns jetzt in die Richtung. Entschuldigung, aus dem Weg. Ich muss dahin. Hallo. Nimm das. Das war oben, ne? Dann können wir auch hier hochklettern. So. Hey, was man nicht alles tut hier.
dachte, das ist in einer anderen Richtung. Ach, jetzt laufe ich zu dem Ziel. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ah. Nein, ich bin so doof. Ich bin so doof. Okay, laufen wir die Strecke halt wieder zurück. Entschuldigung, ich muss hier durch. Du standst im Weg. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ach so, okay. Das ist ja später. Das hatte ich aber schon gesehen, ja, ne? Ja. Jetzt bin ich schon wieder an der Brücke vorbei. Ich lerne es nie. Spring, Lara, spring. Mit dir habe ich auch schon gesprochen, soweit ich weiß. So, jetzt doch nochmal eben nachgucken. Ach so, ich muss über die andere Brücke quasi rübergehen, okay. Mit dir möchte ich jetzt gerade nicht handeln.